Hallihallo, ihr Lieben, hier ist Molly. Heute möchte ich mal wieder mit euch über etwas quatschen, was mich beschäftigt. Und zwar machen wir ein neues Video in der Kategorie Herzensangelegenheit. Heute geht es um das Thema Bodyshaming. Bodyshaming heißt Shaming someone for their body type. Sprich, auf Deutsch gesagt, symbolisiert es das abfällige Gerede über den Körper eines anderen. Unabhängig davon, ob jemand zu dick oder zu dünn bezeichnet wird. Meiner Meinung nach hat sich Bodyshaming in den letzten Jahren zu einem ganz gefährlichen Trend auf den sozialen Medien entwickelt, der auch ganz eng mit dem Thema zusammenhängt, was man sich eigentlich selber wünscht oder was sich offensichtlich viele andere Menschen von ihrem Körper wünschen oder von ihrem Aussehen. Und da ich zu dem Thema doch ein, zwei Gedanken habe, wollte ich das gerne mit euch teilen. Quasi meine Meinung dazu, dass offensichtlich heute jeder eine Meinung zu irgendjemandem oder irgendetwas haben muss. Zunächst muss man natürlich sagen, dass offensichtlich durch diese ganze Mediengeschichte das Selbstbild von Menschen einfach auch nochmal mehr geprägt wurde. Wir werden ja täglich mit Werbung überschüttet, sei es jetzt Werbung für Schuhe, Klamotten, Make-up. Wir werden ja täglich mit Anreizen überflutet, wie jemand offensichtlich aussehen soll, beziehungsweise wie die Menschen aussehen, die für die Dinge werben, die wir ja alle irgendwo in unserem Leben haben. Also ich gehe jetzt zumindest aus, dass fast jeder irgendwie Klamotten bezieht oder Schuhe oder Make-up oder irgendwie sowas in die Richtung. Fakt ist auf jeden Fall, dass Werbung oder sprich die Medien einen riesigen Einfluss auf unser tägliches Leben haben, auch wenn wir das gar nicht wirklich wahrnehmen oder auch gar nicht so selber bezeichnen würden. Sei es jetzt auf dem Plakat oder im Internet, wir sehen ja ständig irgendwen vor unserer Nase rumtouren, der uns irgendwie sagt, was wir jetzt nächstes kaufen oder machen sollen. Und so ist mir schon auch bewusst, dass viele Menschen offensichtlich den Eindruck haben, sie müssten die und die Figur haben oder das und jenes Gesicht, um irgendwie in das normale Raster zu fallen oder dem Schönheitsideal zu entsprechen. Also soweit gehe ich auch noch mit. Ich weiß es ja selber, dass der Einfluss ziemlich groß ist oder dass auch wenn ich eine Werbung für Strumpfhosen sehe, mir so denke, oh wow, die hat aber irgendwie 10 Meter Beine. Ich mit meinen kleinen Stummelchen daneben so. Kommen wir aber nun zu dem Punkt, den ich wirklich nicht mehr nachvollziehen kann. Egal, ob man sich jetzt auf YouTube oder Instagram oder Facebook oder auf irgendeiner Social-Media-Plattform bewegt. Ich denke, jeder von uns hat das schon mal mitgekriegt, dass unter irgendeinem Bild gehatet wurde gegen eine Person, die angeblich zu dick oder zu dünn oder deren Kopf zu groß oder deren Hände komisch oder was auch immer als für nicht in Ordnung bezeichnet wurde, stattgefunden hat. Sprich, dass man einfach Kommentare mitbekommt von Menschen, die sich herausnehmen, unter dem Bild einer anderen Person ihre persönliche Meinung über deren Aussehen oder Klamottengeschmack oder Make-up-Geschmack zu sprechen. Und mit so etwas meine ich nicht so etwas wie eine Person schreibt unter das Bild einer anderen Person, die Jacke gefällt mir nicht so gut, die du trägst. Oder so etwas wie, ich wundere mich, warum du lila Lidschatten mit grünem Lippenstift trägst. Ich meine so etwas wie, gab es die Hose auch noch in deiner Größe? Oder iss mal was, das ist ja eklig, wie du aussiehst. Für mich hat das an der Stelle einfach nichts mehr damit zu tun, dass man seine Meinung äußert. Eine Meinung ist für mich so etwas wie, ich persönlich finde den Make-up-Look jetzt nicht so schön, den du geschminkt hast. Es ist nicht so meine Sache, es ist nicht so mein Ding. Das ist für mich eine Meinung. Und dann gibt es diesen ganz schmalen Grat, der dann zwischen Meinung und Beleidigung liegt. Oder was heißt Beleidigung? Auf jeden Fall Angriff. Und mir kann halt einfach auch niemand erzählen, dass die Aussage, gab es die Hose nicht in deiner Größe, eine Meinung sein soll und kein Angriff. Weil ich das dann halt immer oft als Rechtfertigung darunter sehe, wenn dann irgendwie Leute anfangen, gegen den Hate zu haten. Also wenn dann jemand kommt, der sagt, also wirklich, ne, was nimmst du dir eigentlich raus zu sagen? Dann kommt von der Person, Entschuldigung, ich wollte doch nur einmal ganz kurz meine Meinung äußern. Das ist ja wohl noch erlaubt. Aber Fakt ist, solche Aussagen haben einfach nichts mit Meinung zu tun. Die werden aus was für Gründen auch immer gesagt, aber nicht, damit du deine Meinung kundgibst. Man sagt ja auch nicht zu seinem Arbeitgeber, Alter, was hast du dir denn dabei jetzt gedacht? So einen Rotz mache ich doch nicht und übrigens, dein Bart sieht kacke aus. Sondern man sagt eher, mit dem Projekt bin ich jetzt nicht so einverstanden. Es gibt da ein, zwei Sachen, mit denen kann ich nicht konform gehen, die stören mich. Ich würde da gerne nochmal drüber sprechen. Meine Meinung ist die und die und das und das.
Lange Rede, kurzer Sinn. Mein Punkt ist der, dass es mir absolut, absolut schleierhaft ist, wie sich Menschen wirklich diesen Zeitaufwand nehmen können, sich Bilder angucken können, um dann ihren negativen Mist dort abzuladen. Es ist mir schleierhaft, ich verstehe es absolut zu 1000% gar nicht. Ich nehme mir also die Zeit und gucke mir dieses Bild an. Und entweder ist es so, dass ich die Person einfach nicht mag oder irgendwas stört mich jetzt gerade und deswegen muss ich da jetzt was Negatives zu sagen. Und dann nimmt diese Person sich dann wirklich aktiv die Zeit, die Pfoten und tippt etwas unter dieses Bild von der Person, die man nicht mal kennt. Und ich verstehe einfach nicht, welchen Mehrwert Leute daraus ziehen, wenn sie so etwas tun. Also, was hat man eigentlich davon, wenn man so etwas tut? Kann mir das irgendjemand erklären? Ich weiß, man könnte jetzt wieder sagen, ja, die Personen, die sich halt auf den sozialen Medien Profile erstellen, sind ja selber schuld, weil die stellen sich ja in die Öffentlichkeit und damit müssen sie das abkönnen. Und wie gesagt, zum Teil gehe ich damit konform. Die Leute gehen öffentlich, die Leute machen sich ein Profil und sagen, hallo, hier bin ich, seht mich an. Aber trotzdem ist es ja kein Freifahrtschein für respektloses Verhalten. Ich meine, kommt Leute, als ob sich wirklich jetzt die Menschen, die so etwas unter Fotos schreiben, auch im wirklichen Leben der Person gegenüberstehen würden und so etwas sagen würden. Das bezweifle ich ganz, ganz stark. Und das ist meiner Meinung nach eines der großen Probleme heutzutage, dass sich viele Menschen hinter der Anonymität des Internets verstecken, um ein Verhalten zu rechtfertigen, das kurz gesagt unter aller Kanone ist. Und das nächste Problem ist, wie gesagt, das Bodyshaming an sich oder auch das Face-Shaming. Also es hat ja momentan auch irgendwie keine Grenze, ne? Egal, ob das um den Körper oder um das Gesicht geht, offensichtlich wird an allem irgendetwas gefunden, was nicht stimmt. Und da geht es jetzt bei mir schon wieder los, dass ich versuche zu verstehen, warum Menschen so etwas machen. Was treibt Menschen wirklich dazu, so etwas zu tun? Ist es Neid? Ist es Hass? Es ist auf jeden Fall irgendetwas Negatives. Und da ich mich einfach weigere zu glauben, dass Menschen einfach so sind und sie einfach aus reiner Boshaftigkeit anderen Menschen solche Dinge schreiben, bin ich persönlich zu dem Schluss gekommen, dass es irgendwie was mit den Leuten an sich zu tun haben muss. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Menschen offensichtlich so viel Zeit und vielleicht auch Langeweile haben, als dass sie meinen, sich erlauben zu können, in ihrer Freizeit andere Leute runterzuziehen. Was mich jetzt zu dem Gedanken bringt, dass Menschen offensichtlich so unzufrieden mit sich selbst sind, dass sie meinen, 24/7 andere Menschen bewerten zu müssen. Und dann frage ich mich wieder, was wollen wir eigentlich? Müssen wir denn alle gleich aussehen? Können wir uns nicht darüber freuen, wenn andere glücklich mit sich sind? Und wie gesagt, diese Sache mit dem Mehrwert. Ja, mein Gott, dir gefällt ihre Nase nicht. Okay, was soll sie tun? Oh, warte, dir gefällt die Nase nicht. Warte, ich schneide sie mir ab, damit sie dich nicht mehr stört. Und ich ärgere mich auch ein bisschen über mich selbst. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendjemanden öffentlich diffamieren würde. Das bin ich nicht. Ich finde das respektlos, anstandslos und einfach, wie gesagt, unter aller Kanone. Aber ich kenne das ja selbst, dass wenn man so Leute beobachtet und die einfach anders aussehen als du, sich anders kleiden als du, eine andere Figur haben als du. Irgendwie ist es in unseren Köpfen drin, dass wir diesen Scan anmachen und sagen, aha, okay, sie sieht so aus, wie sehe ich aus? Dieser ständige Vergleich. Wo wir wieder zu dem Punkt kommen, sind wir wirklich so unsicher, dass wir das nötig haben? Und dieses gefotoshoppte Bild aus den Medien und auch das Leben auf Instagram zeigen uns ja Leute, die ja alles Mögliche tun, um vor dem Spiegel schlanker auszusehen oder größer oder was auch immer. Das macht natürlich alles noch schlimmer. Ich meine, ich kann mich auch vor den Spiegel stellen. Ich kann mich auch so hinstellen, dass ich aussehe, als würde ich 70 Kilo wiegen. Und ich kann mich auch so hinstellen, dass ich aussehe, als würde ich nur 50 Kilo wiegen. Klar, ich habe auch meine Tage, da denke ich mir so, oh, der Hüftspeck. Oder mit dem Foodbaby, okay, heute doch kein bauchfreies Top. Wir haben die Zeit und den Luxus, uns so mit unserem Körper und unserem Aussehen zu beschäftigen. Und genauso unsicher, wie ich bin oder wie die meisten von uns wegen irgendetwas sind, was wir an unserem Körper vielleicht nicht hundertprozentig ideal finden. So unsicher sind doch auch aber alle anderen. Ich kenne ganz wenig Menschen, die mit ihrem Körper so im Reinen sind, dass alles abprallt, was Negatives zu ihnen gesagt werden könnte und bei denen die Selbstliebe so groß ist und auch das Bild, Selbstbild so realistisch, als dass es ihnen nichts ausmachen würde. Und genau deswegen finde ich, sollten wir alle aufhören, aufeinander rumzuhacken, uns tot zu bewerten
und uns gegenseitig zu be- und verurteilen. Der Begriff Schönheit ist für mich nicht an eine bestimmte Konfektionsgröße geheftet. Schön ist für mich ein Mensch, der hundertprozentig hinter sich selbst steht und sich so nimmt, wie er ist. Ohne sich von den ganzen äußeren Einflüssen kaputt machen zu lassen. Und ich finde, wir sollten uns immer wieder vor Augen halten, dass fast jeder Mensch seine eigenen Dämonen hat. Und seine eigenen Unsicherheiten und seine eigenen Ängste. Und dass es nicht unser Job sein sollte, diese zu vertiefen oder zu schüren und uns gegenseitig vom Hocker zu reißen. Wir wissen doch nie, was wir in jemandem auslösen, wenn wir zu dieser Person jetzt sagen, ich finde dich zu fett. Oh Gott, dass du mit diesem Gesicht überhaupt rausgehst, ist ja mutig. Fakt ist, wir kennen die meisten Menschen doch nicht und ihre Geschichte. Was gibt uns das Recht, sie zu beurteilen? Und klar, ich verstehe schon, wenn jetzt einer unter das Bild irgendeine Beleidigung schreibt, du antwortest irgendwas zur Verteidigung der Person und dann kommt wieder eine Beleidigung. Das ist Provokation hoch 100%. Klar möchte man dann auch hier auffahren und zurückfeuern und genauso scheiße antworten, um es der Person einfach heimzuzahlen. Aber letztendlich haben wir da gar nichts von, weil Menschen, die so etwas erstmal unter Bilder schreiben, müssen meiner Meinung nach so unzufrieden mit sich selbst sein oder mit irgendetwas in ihrem Leben, als dass die Worte sowieso nicht zu ihnen durchdringen können. Freundlich bleiben, nicken und lächeln und damit bringt man sie am besten gleich noch mehr aus dem Konzept. Wir müssen nicht alle miteinander klarkommen, wir müssen uns auch nicht alle gegenseitig lieben. Wir müssen auch nicht immer gut finden, was andere Leute tragen oder wie andere Leute sich durch Äußerlichkeiten präsentieren, sprich durch Klamotten oder Make-up. Aber ich persönlich finde, wir sollten definitiv aufhören, uns gegenseitig so viel zu bewerten, weil ich einfach denke, dass die meisten Leute, die dieses Body-Shaming so sehr pushen, dass sie sowieso irrationalen und nicht realisierbaren Vorstellungen von Äußerlichkeiten hinterherjagen und denen es selbst meistens einfach nicht gut geht. So, meine Lieben, das war mein Video über Body Shaming. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und mir zugehört habt. Wie immer freue ich mich über euer Feedback. Falls ihr mir folgen wollt, Snapchat, Instagram und Facebook-Account von mir verlinke ich euch nochmal in die Infobox. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich schon auf die nächste Runde mit euch und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.